5 Tipps, wie ihr euren Kopfbau verbessern könnt. Egal ob Smokebox, Kamin oder Alufolie. Es gibt 5 einfache Sachen, um noch mehr Rauch und noch mehr Geschmack aus euren Pfeifen rauszukitzeln. Tipp Nummer 1. Eigentlich ein No-Brainer, sollte mittlerweile jeder kennen. Vielleicht gibt es aber noch den einen oder anderen, der das noch nicht macht. Und das ist ein wichtiger Tipp. Rührt euren Tabak auf jeden Fall um, bevor ihr euren Kopf baut. Scheint obvious zu sein, gibt aber immer noch Leute, die das nicht machen. Die Molasse setzt sich in euren Dosen, egal wie schön ihr den Tabak umgepackt habt, immer am Boden ab. Das heißt, ihr werdet immer feststellen, wenn ihr euren Kopf baut, dass der Tabak, der unten in der Dose ist, immer feuchter ist, als der, der oben in der Dose ist. Wenn ihr jetzt einfach einen Kopf bauen würdet und einfach Tabak oben raus ausnehmt und sofort anfangen, den Kopf zu bauen, dann fehlt euch Molasse. Und die Molasse ist das Wichtige. Die Molasse verdampft, die Molasse trägt die Aromen, um den Geschmack rauszubringen. Das heißt, wenn ihr euren Kopf mit weniger Molasse baut, weil ihr nicht umgerührt habt, könnt es dafür sorgen, dass der Tabak hitzeanfälliger wird, es weniger nice raucht und es weniger nice schmeckt. Nur mal zwischendrin meine Rauchentwicklung, damit ihr auch wisst, dass ich nicht nur Scheiße erzähle, sondern meine Köpfe auch ganz gut laufen. Tipp Nummer 2 ist eigentlich ein ganz einfacher und einen, den ihr relativ leicht umsetzen könnt. Man will ja immer, dass sein Tabak nicht verbrennt, weil in dem Moment, wo ihr Tabak zu viel Hitze gebt, wird er verbrennen und das schmeckt unangenehm. Eine Kleinigkeit, die ihr ausprobieren könnt, ist, den Rand von eurem Kopf immer schön sauber zu halten. Sei es ein Kamin-Setup, ein Alufolien-Setup oder auch mit Smokebox, ist egal bei diesem Tipp. Achtet darauf, dass an dem Rand von eurem Kopf keine Tabakfetzen dran kleben. Habt ihr einzelne Tabakflocken, die auf dem Rand liegen und ihr legt eine Smokebox drauf oder ihr spannt die Alufolie drüber und legt dann die Kohle drauf. Oder auch es ist unter der Seite, wo der Kamin dann drauf liegt. Die Dinger werden heiß, also egal ob Alufolie, HMD oder auch Kamin, ist da eine einzelne Tabakflocke zwischen eurem Aufsatz und dem Kopf, ist es besonders leicht, die zu verbrennen und das kann schon für einen gewissen leichten Beigeschmack sorgen. Deswegen ganz einfacher Tipp beim Kopfbau, einfach kurz den Rand sauber machen und schon ist dieses Problem gelöst. Ich habe es ja eben schon erwähnt, die Hitze ist auch besonders wichtig. Und das ist Tipp Nummer 3. Ihr müsst für jeden Tabak, egal in welchem Kopfbau, die perfekte Hitze finden. Es gibt einen Punkt an Hitze, wo der Tabak das Maximum an Molasse verdampfen lassen kann und ihr das Maximum an Rauch und das Maximum an Geschmack habt. Seid ihr drunter? Dann raucht es einfach ein bisschen weniger und schmeckt ein bisschen weniger. Seid ihr drüber, wird euch der Tabak verbrennen. Das heißt, es gibt bei jedem Tabak eine genaue Zahl. Ihr habt die jetzt nicht im Kopf. Das ändert sich auch immer je nach Kopf. Und also man muss das auch nicht zu einer zu krassen Wissenschaft machen. Es gibt eben diesen Punkt an Temperatur, den ihr erreichen wollt, aber nicht überschreiten wollt. Wie findet man das jetzt raus? Da gibt es leider keine Faustregel. Ja, das heißt, ich gebe euch jetzt den Tipp, wie ihr das selbst für euch rausfinden könnt. Ihr müsst es aber einfach durch Ausprobieren wirklich selbst herausfinden. Weil selbst wenn ich euch jetzt sage, den Kopf rauchst du mit 2,5 Kohlen, den rauchst du mit 3 Kohlen, bei dem nur 1,5 Kohlen und bei dem Aufsatz so. Das funktioniert nicht, weil jeder Kopfbau unterschiedlich ist. Das heißt, selbst wenn ihr versucht, den Kopfbau, den ich euch in anderen Videos zeige, nachzubauen, kann es sein, dass ihr trotzdem ein paar Kleinigkeiten anders macht, dass man es auf dem Video nicht so genau gesehen hat und es im Endeffekt einfach anders wird. Und dann sage ich, ich rauche das Ganze mit 2 Kohlen, ihr raucht es mit 2 Kohlen. Bei euch kommt aber kein Rauch, weil doch mehr Abstand ist. Und deswegen kann man das eben nicht so genau beschreiben. Der wichtige Punkt ist, ihr müsst das für euch herausfinden. Wie macht man das? Ganz einfach, mein Tipp, wenn ihr noch nicht wisst, wie viel Hitze kann der Tabak ab, in dem Kopfbau und mit dem Aufsatz eurer Wahl, fangt erstmal mit ein bisschen weniger Hitze an. Habt ihr Alufolie, legt da noch ein Sieb drauf, packt die Kohlen schön weit nach außen. Habt ihr einen Kamin, genau dasselbe, Kohlen schön weit nach außen. Bei Kamin und Alufolie würde ich je nach Kopfgröße meistens 3 Kohlen empfehlen, aber wirklich schön weit nach außen am Anfang. Wenn ihr merkt, euer Kopf verbrennt, dann müsst ihr wieder euren Kopfbau anpassen, entweder ein bisschen niedriger oder die Kohlen noch weiter nach außen, wenn das geht, oder auch weniger Kohle nehmen, je nach Aufsatz. Wenn ihr merkt, da kommt nicht genug Hitze an, dann könnt ihr die Kohle ein bisschen weiter in die Mitte schieben oder wenn ihr mit einer Smokebox raucht, einfach noch eine Kohle dazu packen. Zum Beispiel, ihr baut euch einen Kopf in einem Funnel mit HMD, ihr macht 2 Kohlen rein und irgendwie passiert da noch nicht so richtig was. Dann könnt ihr, wenn ihr zum Beispiel bis jetzt mit 2 Kohlen geraucht habt, noch eine dritte oben mit auf Kipp drauflegen. Das heißt, ihr lehnt eine Kohle so ein bisschen diagonal zwischen die anderen 2 Kohlen und den Rand von der Smokebox. Oder falls eine dritte bei euch mit reinpasst, könnt ihr auch eine dritte mit reinpacken. Und so müsst ihr dann für euch herausfinden, wie viel Hitze kann ich dem Kopf bei meinem Kopfbau mit meinem Aufsatz der geben, damit das Ding nicht verbrennt, aber nice performt. Die nächsten 2 Tipps gehen auch um den Kopfbau und spielen eigentlich mit zu Tipp Nummer 3. Der erste wäre,
versucht nicht zu dense zu bauen. Ich sehe das oft, dass Leute versuchen, einen besonders schönen Kopf zu bauen und das besonders schön hinlegen wollen, sodass das schon mehr nach Gemälde als nach Kopfbau aussieht. Aber was viele dabei falsch machen, ist, dass sie dann eben mehr andrücken, um den Tabak genau in die Form zu kriegen, wie sie das haben wollen. Das Wichtige ist aber, egal bei was, sei es bei einem Mehrlochkopf mit Kamin, bei einem Mehrlochkopf mit HMD oder auch bei einem Funnel mit einem HMD oder mit Alufolie, also egal welche Konstellation, es ist ganz wichtig, dass ihr nicht zu fest andrückt, der Tabak da schön locker drinne liegt. Es gibt natürlich immer wieder Ausnahmen von dieser Regel, zum Beispiel dunklen Tabak, also Dark Blend, drückt man manchmal ganz gerne an, damit er dann nicht so stark ist. Aber grundsatzmäßig kann man erstmal relativ locker bauen. Und der Sinn dahinter ist, dass die Luft eben schön durch den kompletten Tabak zirkulieren kann, ihr einen schönen Durchzug habt. Die Luft geht an dem Tabak vorbei, wurde erhitzt von der Kohle, erhitzt den Tabak bzw. die Molasse, die ja vom Tabak getragen wird. Die Molasse verdampft und gibt eben Rauch und Geschmack frei. Und deswegen ganz wichtig am Anfang, erstmal versuchen, schön fluffig zu bauen, damit die Luft schön durch den ganzen Kopf zirkulieren kann und ihr eine gute Rauch- und Geschmacksentwicklung habt. Der letzte Tipp geht, wie gesagt, auch um den Kopfbau. Es geht um die Höhe. Wie hoch muss ich einen Kopf bauen? Das ist auch wieder ein bisschen abhängig von den Aufsätzen. Fangen wir mal mit einem HMD an. Beim HMD habt ihr die Möglichkeit, komplett ohne Kontakt zu bauen, mit Noppenkontakt zu bauen oder mit Vollkontakt zu bauen. Da habe ich extra den HMD-Guide zugemacht. Deswegen würde ich euch empfehlen, wenn ihr mit HMD rauchen wollt und der Kopfbau noch nicht perfekt sitzt, schaut euch nochmal den HMD-Guide an. Wenn ihr mit einem Kamin raucht, könnt ihr erstmal gucken, wie tief sitzt denn mein Kamin da drauf. Da gibt es nämlich auch keine Faustregeln und keine Norm. Das heißt, der Kamin von einer Marke sitzt vielleicht super niedrig, der Kamin von der anderen Marke sitzt super hoch da drauf und bei dem einen musst du niedriger bauen, bei dem anderen musst du höher bauen. Das muss man aber rausfinden. Das hängt dann aber auch wieder davon ab, wie viel Hitze man gibt. Es ist ein bisschen komplexer, aber der Tipp wäre, sitzt euer Kamin niedrig drauf, baut erstmal ein bisschen niedriger und guckt, was passiert. Sitzt euer Kamin etwas höher auf dem Aufsatz, dann könnt ihr auch ein bisschen höher bauen und habt trotzdem noch so eine kleine Sicherheitslücke. Aber auch bei dem Punkt müsst ihr selbst für euch herausfinden, was funktioniert. Wir YouTuber und Instagram-Blogger können immer versuchen, euch ein bisschen an die Hand zu nehmen und euch ein bisschen zu zeigen, wie das funktioniert. Deswegen habe ich auch viele Mein perfekter Kopfbau zu verschiedenen Köpfen, um euch zu zeigen, wie ich die baue. Aber trotzdem, wenn ihr das auf einem Video seht und dann selbst macht, kann trotzdem noch viel schief gehen. Deswegen hier eben die Tipps, was ihr ausprobieren könnt, wenn euer Kopf nicht richtig läuft. Ich hoffe, die Tipps konnten dem einen oder anderen helfen. Falls ihr noch weitere Fragen habt, sammelt die gerne unten in den Kommentaren und dann können wir auch ein paar 2 zu diesem Video machen. Ansonsten für weitere Shisha-Tipps, Tabak, Pfeifen-Reviews und alles rund ums Thema Shisha sehr, sehr gerne noch ein Abo da lassen. Ansonsten, wenn es helfen konnte, einen Daumen nach oben und dann hoffentlich bis zum nächsten Mal, eure Shisha-WG.